Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Förster hat mich veranlasst, noch mal nach vorne zu kommen. Herr Förster, ich weiß ja nicht, wo Sie herkommen. Sie haben offenbar lange, sehr lange keine Kita besucht. Ich will Ihnen gerne berichten von meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Sie schütteln mit dem Kopf. Wir können gerne gemeinsam eine Kita besuchen. Ich lade Sie herzlich ein, in den ehemaligen Landkreis Demmin zu kommen. Im ehemaligen Landkreis Demmin gibt es wunderbare Vorzeige-Kitas. Und in diesen Kitas, übrigens Träger ist die Arbeiterwohlfahrt, können Sie sich angucken, wie dieses selbstständige Arbeiten dort funktioniert. Eine Schule ist angeschlossen, auch da funktioniert das. Und ich will Ihnen gerne erklären, wie Kinder alleine selbstständig das für sich herausfinden können. Es gibt zwei Ebenen. Es gibt ein Wochenthema. Da bestimmen die Kinder das Thema selbst. Als ich da war, als ich sie besucht habe, sowohl in der Schule als auch im Kindergarten, war das Thema Wale. Das heißt, die Kleinen haben Wale gemalt. Die großen Kinder, die haben sich mit Volumenberechnungen beschäftigt, die im Grundschulbereich, die haben berechnet, wenn zwei Wale da sind und drei dazukommen, wie viele Wale haben wir denn? Das heißt, die haben das Thema selbst bestimmt. Das können Kinder nämlich auch. Das ist das Thema, was sie bestimmt haben. Das zweite ist die Wochenaufgabe. Die Wochenaufgabe in der Tat, die wird von den Erziehern vorgegeben, die wird von den Lehrern vorgegeben. Und diese Aufgabe, die hat natürlich einen bestimmten Umfang. Und natürlich bestimmen die Kinder dann, wann sie spielen und wann sie diese Aufgaben machen. Und sie lernen sehr schnell, dass wenn sie nur spielen, dass sie denn Donnerstag und Freitag unwahrscheinlich viel Aufgaben erledigen müssen, um die Wochenaufgabe denn am Ende auch hinzukriegen. Wissen Sie, Ziel des Ganzen ist, dass die Kinder Mitbestimmung lernen. Ziel des Ganzen ist, dass die Kinder lernen, verantwortlich zu handeln. Das ist das, was wir erreichen wollen damit. Sie offenbar nicht. Meine Damen und Herren, dann will ich darauf verweisen, was ein Journalist in einer Kita mal erlebt hat. Ich fand, das war sehr eindrücklich. Sie haben hier von einem Multikulti-Wahn in Kitas gesprochen. Der Journalist, der ist beigekommen und hat da vor Ort gefragt, wie die Kinder denn mit den Ausländern klarkämen. Das Kind hat ihm geantwortet: Ausländer, hier gibt es nur Kinder und wir spielen miteinander. Besten Dank.